Alles, was du tust, hat seinen Preis. Die Frage ist nur, wie viel bist du bereit zu zahlen? Idol einer ganzen Generation. Wir hatten 1 Million Euro. Mit 17 300.000 für jeden. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein fucking Genius. Also dann, auf die 1. Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel. My Drugs hat so ein enormes Potenzial und es wäre doch schade, das nicht zu nutzen. Die bringen uns um, wenn wir aussteigen. Ja, ich muss den Rest meines Lebens für die arbeiten. Wir brauchen ein größeres Team, Jungs. Ich habe auch schon jemanden im Kopf. Ich dachte an Kira. Kira! Lenny hat mir so ungefähr alles von dir erzählt. Warum interessiert sich Mädchen mal ein bisschen für dich? Versagst du alles, was ich aufgebaut habe? Weißt du, was noch beschissener ist als eine Freundin, die alles über Maldox weiß? Eine fucking Ex-Freundin, die alles über Maldox weiß! Was willst du denn hören? Dass ich ein internationaler Internet-Drogenbaron bin, oder was? Du bist was? Was? Nee, bin ich natürlich nicht. Da wartet man sein ganzes Leben darauf, dass man endlich erwachsen wird und sich dieser Scheißknoten im Hirn löst. Nur um dann festzustellen, dass man noch irrer wird. Guck, guck. Und wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre unser Buba jetzt noch am Leben. Wie tief steckst du in der Scheiße? Was soll ist das? Schlechte Erfahrung mit Schusswaffen. Wenn es einen Knopf geben würde, der alles löscht, was wir jemals gemacht haben, würdest du den drücken? Come on, den Move kennen wir inzwischen.